und es ist von Supreme. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie heißt es so schön? Nach der Arbeit kommt das Vergnügen und für mich ist es genau das gleiche heute. Ich bin heute Vormittag, ich bin ernsthaft aufgestanden. What the fuck ist mit mir los? Heute 4 Stunden lang am Computer gesessen, um Folgendes zu machen. Liebe Freunde, ich habe heute die 3. Kollektion meiner Modelinie designt. Es kommt noch vor Weihnachten, keine Sorge. Momentan noch unter absoluter Geheimhaltungsstufe, was ich aber schon verraten kann. Es kommen auf jeden Fall wieder 2 unterschiedliche Pieces heraus, die richtig, richtig nice werden. Deswegen jetzt meine Belohnung. Seit einigen Tagen stehen hier schon Pakete herum. Wie viele von euch wissen, war ich ja krank. 1,5 Wochen in dem verfluchten Bett da gelegen. Nichts anderes gemacht, aus dem Bett gelegen, mir vielleicht Ideen für die 3. Kollektion gemacht und, ja, was macht man, wenn einem langweilig ist? Bestellen. Ich habe bestellt wie ein Wahnsinniger. Natürlich auch deswegen, weil sich hier einige Pieces in meinem Kleiderschrank als Fakes entpuppt haben, habe ich natürlich mir gedacht, na gut, wenn wir schon Dinge loswerden, dann müssen wir den Stand auch wieder auffüllen. Nur wenn man krank ist und nichts anderes zu tun hat, ja, kann man schon mal übertreiben. 1700 Euro habe ich liegen gelassen und bestellt, wie verrückt. Natürlich waren auch Oma Schuhe dabei. Ich werde den neuen Yeezy bekommen, wenn du das noch nicht gesehen hast, dann jetzt hier oben abchecken. Aber ich habe natürlich auch Dinge für mich selbst gekauft und diese Pakete sind jetzt angekommen. Einiges, was hier ausgepackt werden muss, das ist schon ausgepackt. Ich konnte mich nicht länger halten, das sehen wir uns aber gleich an. Was habe ich alles bestellt? Wir packen es einfach mal aus, dann seht ihr eh, was ich bestellt habe. Wir fangen gleich mal mit diesem Paket an. Ich muss hier nur aufpassen, dass man nirgends die Adresse erkennen kann. Das war eher von Nachteil. Und man lernt ja aus seinen Fehlern beim Auspacken aufpassen, denn dieses Shirt hier habe ich gleich mal beim Auspacken zerstört. 420 Euro für dieses Shirt und gleich beim Auspacken reingestochen. What the fuck? Erstes Paket ist offen, mal schauen, was da drin ist. Das sieht nach Supreme aus. Ja, das ist Supreme! Wie man hier schon sehen kann, ein Longsleeve, sehr, sehr nice. Wir werden es gleich mal aufmachen. So, wir öffnen das jetzt einfach mal. Und hier sieht man schon richtig nice, hier an den Ärmeln steht nochmal Supreme. Ich werde das jetzt einfach mal anziehen. Ja, der Geruch ist mega ekelhaft, der Fit ist aber mega nice, kann man auf alle Fälle lassen. Nicer Kopf, ja, gut. Das erste Supreme Longsleeve schon mal am Start, mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich bin so gespannt, ich habe teilweise einfach vergessen, was ich gekauft habe. Dementsprechend ist es für mich genauso spannend wie für euch. Wir machen gleich mal das nächste Paket auf. Extrem vorsichtig natürlich. Was haben wir hier? Ah, Anti-Social Social Club, der New York Version. Das ist so ein Blauton, falls man es hier nicht erkennen kann. Schaut auch mega, mega cool aus. Hier Anti-Social Social Club, unten New York und das gleiche auch nochmal hier. Ich werde das auch einfach mal anziehen. Ja, sieht nice aus. Auch vom Geruch her richtig ekelhaft anzuziehen. Vielen lieben Dank dafür. Ich weiß gar nicht, was machen wir als nächstes auf? Das ist ziemlich fett. Was könnte da drin sein? Vielleicht ein Hoodie? Ja, wir gehen zum nächsten. Vorsichtig öffnen. Und jetzt mal schauen, was da drinnen steckt. Ebenfalls ein Supreme-Shirt, liebe Freunde. Ja, weiß ich schon, das wollte ich unbedingt haben. Wurde mir auch zu einem relativ guten Preis angeboten. Man sieht hier einen Obstkorb und hier vorne noch Brot. Ich habe mir mein ganzes Leben schon gedacht, irgendwann bin ich so weit und kaufe mir ein Shirt mit Äpfeln und Brot darauf. Heute ist der Tag gekommen. Vielen lieben Dank an alle, die mich unterstützt haben. Hier merkt man wieder mal, dass sich Träume wirklich erfüllen können. Nice, ich weiß nicht, ob es an den Äpfeln, dem Brot oder sonstigem liegt, aber dieses Supreme-Shirt riecht einwandfrei. Schaut mega nice aus, der Fit hinten ist kein Druck. Alles natürlich gekauft auf Bump, liebe Freunde. Wo sonst? Gut, nächstes Paket. Oh. Man sieht es ja schon an der Farbe, sehr, sehr flashig in einem Orangeton. Ich liebe ja Orange, liebe Freunde. Orange, eine mega nice Farbe. Wir haben hier ein Supreme Basketball Tee. Natürlich auch im Supreme Sack verpackt. Ja, mega nice, liebe Freunde. Schaut euch das mal an. Das kann man auf alle Fälle rocken. Ich werde das jetzt einfach mal hier drüber anziehen. Hier jetzt einfach mal locker übergeworfen, aber finde ich auf alle Fälle richtig lit. Und die Farbe
geht auf jeden Fall klar. Keine Ahnung, bei welchem Betrag wir mittlerweile angekommen sind, aber wir machen einfach direkt so weiter und sehen mal nach, was in diesem Supreme-Beutel drin ist. Wer hätte damit gerechnet? Es handelt sich um Supreme. Wir werden jetzt einfach mal hineinsehen. Hier kann man es erkennen. Das Empire State Building. Dann hier unten nochmal ganz klein. Es muss nicht immer voll auf die Fresse Supreme sein, so wie ja, das hier. Auf alle Fälle richtig nice werde ich jetzt nicht anziehen, sondern wir werden uns jetzt einfach mal ansehen, was ich noch so bestellt habe. Rechnung natürlich dabei. Man kann schon Fehler machen, aber den gleichen Fehler nochmal zu machen, zeugt nicht unbedingt von Intelligenz. Dementsprechend Augen auf beim Hypebeast-Kauf. Wir schauen weiter zum nächsten. Das wird der Hoodie sein. Ich denke, das ist der Hoodie. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das für ein Hoodie ist. Ist es A, ein Supreme Hoodie oder ist es B, ein Antisocial Social Club Hoodie? Jetzt in die Kommentare, ohne zu schummeln. Die Farbe kann ich euch schon mal verraten. Er ist rot. Und es ist ein Hoodie mit Essen drauf. Hier vorne kann man sie erkennen, Pommes und Bacon, und hier hinten sehen wir nochmal Antisocial Social Club. Das heißt, für alle, die ASSC geraten haben, absolut richtig, ihr seid die Gewinner. Mittlerweile schon die dritte Lage an, aber der ist richtig nice. Okay, der Fit passt voll, ich trage hier wieder mal Large, auch hinten sieht richtig cool aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, auf jeden Fall ein Kopf, der sich gelohnt hat. Gut! Wir sind mittlerweile beim vorletzten Paket angelangt von Adidas. Was habe ich mir hier gekauft? Nein, keine Yeezy. Die Yeezy waren für die Omas, sondern... Ja! Eine Trackpants in so einem Mintgrün. Sieht richtig nice aus, auch vom Schnitt her unten etwas breiter. Mit so einer Buntfalte in der Mitte. Sieht richtig cool aus, so Chino-artig. Mit dem Rot natürlich nicht unbedingt vom Vorteil in der Kombination. Aber völlig egal, wir werden jetzt einfach mal anziehen und sehen, wie sie aussieht. Wenn man hier noch vielleicht weiße Sneaker dazu anzieht, schaut das schon richtig, richtig cool aus. Mit dem Rot natürlich nicht, aber auf alle Fälle die 70 Euro wert, die ich bezahlt habe. So Leute, so schnell geht's. Wir sind beim letzten Paket angekommen. Ich bin schon sehr gespannt, was da drinnen ist. Allerdings ist es nicht das letzte Paket. Hier liegen noch einige Pakete herum, aber die hebe ich mir noch auf für ein späteres Video. Denn ich habe mir da was gekauft, was ich euch heute vielleicht noch nicht verraten möchte. Aber wie gesagt, letztes Paket. Wir schauen einfach mal rein. Und so zerstört, wie das ist, muss ich eigentlich nicht mehr viel machen. Und es ist von Supreme. Das ist ein Shirt, das wollte ich schon seit langer Zeit haben. Wie man hier vorne lesen kann, Supreme. Auf der Seite haben wir hier so Comic Art. Es erinnert mich an einen sehr berühmten Künstler, den mein Vater immer überall hängen hatte. Ich weiß aber jetzt nicht, wie der heißt. Hier hat man nochmal den Backprint. Hier oben steht Skate and Destroy. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Shirt. In der Kollabo mit Thrasher, liebe Freunde. Also auf alle Fälle ein richtig nice Shirt. Wie viele von euch wissen, feiere ich ja Thrasher auch mega. Und Supreme in der Kollabo mit Thrasher, besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Das waren meine Cops. Hier liegen überall die Supreme-Tüten herum. Jetzt wird mein Schrank mal wieder ordentlich gefüllt. Und ein paar Dinge kommen auf jeden Fall noch, liebe Freunde. Also Platz habe ich noch, von dem her, das wird jetzt alles ordentlich hineingehängt. Es folgen natürlich auch Fotos auf meinem Instagram-Account. Wenn du noch nicht auf Instagram folgst, dann auf jeden Fall abchecken. Hier kommen immer wieder Fashion-Postings. Liebe Freunde, was hat euch am besten gefallen? Was ist euer Lieblingspiece? Ist es der Antisocial Social Club Hoodie? Ist es vielleicht das Supreme Basketball Tee? Oder ist es mein Lieblingsshirt, das Obst- und Brot-Tee? Das ist das Einzige, das wirklich gut riecht. Was ist euer Lieblingsshirt? Was hat euch am besten gefallen? Schreibt mir es unbedingt unten in die Kommentare. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid unbedingt gespannt. Bald verrate ich mehr und mehr zur dritten Kollektion, die richtig fett wird. Bleibt auf alle Fälle dran. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.